Bibliotheken dienen seit jeher zum Sammeln, Erschließen und Vermitteln von Literatur. Doch im Laufe der letzten Jahre haben sie sich aufgrund der Entwicklung der neuen Medien grundlegend gewandelt. Ja, mein Name ist Heike Scholl. Ich bin hier bei den Leipziger Städtischen Bibliotheken für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Veränderungen sind enorm, wenn ich so die letzten Jahre betrachte. Zum einen ist die Stadtbibliothek, in der wir hier gerade sind, saniert worden, sehr umfassend saniert worden. Und Stadtteilbibliotheken sind auch moderner eingerichtet worden. Im Moment haben wir auch gerade unsere Stadtteilbibliothek in Plagwitz ausgeräumt. Die wird innerhalb dieses Jahres saniert. Also es bewegt sich einiges, was die Gebäude und die Ausstattung betrifft. So kann man dank moderner Verbuchungsgeräte selbstständig Bücher und andere Medien ausleihen und diese, selbst außerhalb der Öffnungszeiten, an den Automaten vor Ort zurückgeben. Es bewegt sich aber auch einiges, was die Angebote speziell betrifft, die wir hier in unseren Häusern anbieten. Das sind ja, wie man es gewohnt ist, Bibliotheken. Natürlich sind da Bücher vorhanden, da steht viel, viel da. Es sind CDs, DVDs, Spiele, die man sich ausleihen kann. Aber was mehr zugenommen hat, sind die Online-Angebote. Wir haben seit 2010 unsere Online-Bibliothek eröffnet. Das heißt also, man kann sich E-Books, E-Medien, wie wir sagen, zu Hause auf seinen Rechner runterladen, auf seinen E-Book-Reader. Und eben auch von zu Hause aus, von unterwegs aus lesen, ohne direkt in die Bibliothek kommen zu müssen. Und so haben wir immer mehr da investiert und weiter gesteigert. Sie finden bei uns auf unserer Homepage Pressedatenbanken. Sie finden neu seit letztem Jahr diese Lernplattform Skojo für Schüler von der 1. bis zur 7., 8. Klasse, die sozusagen zu Hause nochmal ihren Unterrichtsstoff nach sächsischem Lehrplan wohlgemerkt angepasst, also nochmal aufarbeiten können. Und so müssen wir schauen, dass wir da aktuell bleiben, dass dieses Angebot breiter wird, ohne, muss ich jetzt mal so sagen, dass wir irgendetwas weglassen, also oder extrem sichtbar weglassen. Also die Bücher, die Sie hier stehen sehen, die gibt es also weiter. Damit verbunden haben sich natürlich auch die Aufgaben der Bibliothekare entwickelt. Unsere Arbeitsaufgaben sind im Prinzip breiter geworden, so wie das Angebot breiter geworden ist. Natürlich braucht man ein gewisses Literaturwissen, ein gewisses Bücherwissen. Man muss schauen, welche Neuerscheinungen sind denn jetzt gerade. Was wird verlegt, was machen die Verlage? Aber man muss auf der anderen Seite auch technisches Wissen unterdessen mitbringen. Wie funktioniert dieser E-Book-Reader? Wie kann man eine bestimmte Datei zu Hause auf seinen Rechner laden? All das werden wir vor Ort auch gefragt. Wie geht das? Und da sollte man schon auch Auskunft geben können. Und da müssen wir uns auch weiterbilden. Trotz immer breiter werdendem Angebot, neuer technischer Ausstattung und steigender Kompetenz der Bibliothekare sehen einige das Fortbestehen von Bibliotheken in Gefahr. Jedoch völlig unbegründet. Das bestätigt auch Heike Scholl. Unsere Zahlen steigen. Natürlich gibt es Statistik, das macht jede Bibliothek, zu schauen, wie viele Besucher habe ich, wie viele Entleihungen. Und da können wir einen stetigen Zuwachs verzeichnen, sowohl bei den Besuchen, also man glaubt es kaum, aber es kommen immer mehr Menschen auch in das Haus, vor Ort. Aber auch die Visits, wie man heute sagt, steigen auch. Also viele schauen natürlich auch auf unsere Homepage, weil dort halt die Online-Angebote zu finden sind. Und die Entleihungen steigen pro Jahr immer weiter. Also toi, 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 hoffentlich hält das so an. Aber da sind wir sehr zufrieden, dass dieses Angebot von den Leipzigerinnen und Leipzigern so angenommen wird. Neben zahlreichen Medien bieten Bibliotheken zunehmend auch Veranstaltungen und Projekte an. Wir sehen uns als Bibliothek ja nicht nur Ort, wo Bücher stehen, sondern auch als Ort, wo man sich begegnen kann, wo man sich treffen kann, einfach so miteinander reden. Und natürlich bieten wir da auch sehr viele Veranstaltungen an. Das geht los für Kinder und Jugendliche. Wir arbeiten sehr eng mit Schulen zusammen, mit Horten, mit Kindergärten. Die kommen tagsüber zu uns und lernen die Bibliothek kennen. Und zum anderen haben wir aber auch ein breites Abendangebot, wenn ich es mal so sagen darf, in dem Vorträge stattfinden, Konzerte, Schriftstellerlesungen. Also auch da sehr vielfältig, da legen wir auch Wert drauf, dass das ein sehr buntes Programm ist.
Und ja, aktuell steht die Buchmesse vor der Tür und da sind wir als Bibliothek natürlich auch ein sehr gefragter Ort.